Jo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Für die Wii U. Im letzten Part sind wir bis Sonic, bis Mega Man gekommen. Und Sonic. Das bedeutet, jetzt ist Sonic dran. Unsere Bilanz ist 22 Wins zu 24 Loses. Das gefällt mir nicht. Und deshalb müssen wir jetzt gewinnen. Allgemein, um die positive oder zumindest neutrale Bilanz zu retten, müssen wir uns ranhalten. Es sind nicht mehr viele Karas. Oh Gott, der Gegner ist Punisher. Das bedeutet, wenn er das umsetzt, was sein Name sagt, wird er darauf spielen, uns für unsafe, also riskante Aktionen, zu bestrafen. Bis jetzt merke ich da jetzt nichts Spezielles, aber am Anfang auf jeden Fall. Nein! What the fuck war das dumm? So rettet man seine Bilanz jedenfalls nicht. Man sollte jetzt nicht unbedingt sich killen. Okay, alles klar. Er hat's nachgemacht. Naja, um noch ein bisschen Kanal-Talk in diesen Part zu bringen. Wenn jetzt unser kleines Projekt mit jedem Charakter zu kämpfen fertig ist, endet nicht Super Smash Bros. Komplett für diesen Kanal, weil Smash Bros. Ist einfach zu cool, dass ich das Let's Play jetzt zu diesem Zeitpunkt beenden möchte. Aber es wird eine kleine Pause geben und dann wird in einer neuen Playlist das Projekt, das hier Random Battles oder wie ich das am Ende nennen werde, zu Smash losgehen, wo wir einfach nur noch mit meinen Mains online gegen irgendwelche Dudes kämpfen. Also, wo dann nichts Spezielles mehr ist, aber was trotzdem ziemlich cool werden wird. Also, wenn ihr da eine genaue Idee habt, wie ich das nennen könnte, könnt ihr das gerne in die Kommis posten. Ich bin gerade wegen dem Talk mega unkonzentriert, sollte mich mal mehr auf den Kampf konzentrieren. Auch wenn es dafür bestimmt schon zu spät ist. Ja, ist es. Game 22 zu 25 müssen wir jetzt. Ja, 22 zu 25 ist unsere Bilanz aktuell. Das bedeutet, da wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Karas vor uns haben, müssen wir. Moment jetzt. Ich glaube, wir müssen 5 gewinnen. Dann hätten wir eine neutrale Bilanz, genau. Also wir müssen noch 5 Kämpfe gewinnen und dürfen nur noch 2 verlieren. Mewtwo habe ich mehr oder weniger gespielt, als er neu war. Also nicht mehr oder weniger, ich habe ihn aktiver gespielt. Finde ihn eigentlich ziemlich cool. Aber mich nervt, dass er so ultra leicht ist. Passt zwar auch überhaupt nicht zum Pokédex, aber das ist halt, um ihn zu balancen, weil er derartig Damage dealt. Also man könnte sich auch vorstellen, dass er wenig Damage dealt und verdammt schwer ist, aber dass er ein viel offensiveres Spiel ist. Aber das wäre dann zu verrückt. Ah. Kombos weiß ich noch von ihm, gerade in das Side B konnte man ultra viel reinkomboen und ich würde nach wie vor sagen, das Side B von Mewtwo ist einer der besten Moves in Game, weil man kann den Gegner in eine unangenehme Lage bringen, man kann ihn zum Retten benutzen, man kann Projektile reflektieren und noch vieles mehr. Nein, nicht vieles mehr, aber er geht, glaube ich, sogar noch das Schild. Das Einzige ist, dass es nicht so schnell ist. Hier, so kann man ihn auch benutzen. Für extrem viel Air-Movement. Bam. Ha. Mein F-Smash hat mehr Range. Also, ich sollte langsam mal wieder mit Mewtwo anfangen, wenn ich mir das so anschaue. Lieber Punisher. Du wirst hier gerade zerstört. So ein bisschen. Ja, kommt. Das ist gar nicht schlecht, was ich hier abliefer mit Mewtwo.
Downbeat extrem cool. Stunt den Gegner, kann man ein F-Smash landen. Aber funktioniert nur, wenn der Gegner in meine Richtung guckt. Und wenn ich den in der Luft lande, macht er einen Schaden, genauso wie wenn ich ihn am Boden lande. Aber er stunt halt nicht, ansonsten könnte man damit offstage total krasse Kills generieren. Nein. Man könnte denken, dass ich mit Lukas gut bin, weil mein Main Ness ist. Aber genau das Gegenteil. Ich kann mit Lukas sowas von nicht umgehen, weil mein Main Ness ist. Für die, die da jetzt nicht so genau Bescheid wissen. Lukas und Ness sind ähnlich, aber nicht gleich. Und das Problem ist, da sie nicht gleich sind, probiere ich meine Ness-Tools umzusetzen, die aber hier sicherlich auch mit diesem Kara teilweise funktionieren, nicht alle. Aber halt anders getimed sein müssen. Jetzt zum Beispiel wollte ich in den Downswoop ganz normal wie mit Ness reinkommen und das kriege ich mit meinem Kopf nicht hin, dass ich hier nicht Ness bin. Das geht einfach nicht in meinen Kopf. Oh Gott. Come on. Ich habe mich verdrückt. Ich wollte eigentlich das hier rausholen, um nach der Kante zu greifen und mich zu retten. Aua. Ob irgendjemand von unseren Gegnern erkannt hat, dass die Karas, die wir spielen, hintereinander kommen im Kara Worlds. Ich muss sagen, ich hätte das ein Gegner von mir getan, nicht erkannt. Außer ich wäre wirklich so lange drin geblieben und wir wären alle 50 Karas oder fast alle Karas durchgegangen. Dann hätte ich das sicherlich irgendwann gemerkt. Komm, schieß. Schieß. PK Sander. Du sollst schießen. PK Freeze. Wow. Dann missklicke ich. Das war so lame. Von mir. Das auch. Mit Ness hätte ich mich getroffen, by the way. Es gibt auch Dinge, die ich an Lukas mehr mag. So ist ja nicht, aber ich bin es halt nicht gewohnt. Wie zum Beispiel den Greifangriff. Wenn man den Gegner einmal gegriffen hat, ist der Greifangriff zwar von Ness best in game, aber das war dumm. Das war richtig dumm. I saved his life. Du solltest mir dankbar sein, ich habe dein Leben gerettet. Na komm, schieß. Ich schilde das dann immer. Du sollst schießen. Komm, komm. Komm. Ich will ihn zum Schießen provozieren. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, was passiert, wenn die Zeit ablaufen sollte. Ob denn der gewinnt, der mehr Leben hat, oder... Also ich meine, wenn wir jetzt unterschiedlich Leben haben. Oder ob es instant zum Sudden Death kommt. Wow. Wie bad ich... Das war absehbar. Und wir dürfen jetzt nur noch ein einziges Mal verlieren mit all diesen Karas, um mein Ziel zu erreichen. Verliere ich zweimal, ist es gescheitert. Gescheitert. Nicht zu sächsisch reden, das gefällt euch sicherlich nicht. Roy. Roy hat Durchschlagskraft. Und das ist gut für mich. Das Problem ist diese Rettung. Was soll ich denn damit anfangen? Sie ist langsam, gut, macht viel Schaden, aber hat nicht sonderlich viel Reichweite. Und dir jetzt, ich bin wirklich Karas aus demselben Spiel gegeneinander. Ihr könntet doch glatt in Fire Emblem kämpfen. Na gut, es ist nicht ganz dasselbe Spiel, es sind ja aus verschiedenen Teilen. Nein. Ich lasse mich doch von dir nicht kontern. Ich wollte aber gerade selbst. Ich doch nicht. Okay. What the fuck, das wusste ich nicht mehr, dass das geht. Ich hasse dieses Ultim. Und ich hasse Roy's Rettung. Und ich hasse alles. What the fuck. Alles klar. So richtig Doppelfeige. Und haben wir wirklich nur 18 Schaden gemacht. Wow. Jetzt liegt sie auf dem Stock sogar schon vor. Nein.
Wow. Ja. Ich bin gerade auch ziemlich still. Bam! Da hat sie sich selbst in eine schlechte Lage gebracht mit dem Warten. Sie hat durch, beziehungsweise er, man weiß nicht, wer dahinter ist. Er hat bestimmt predicted. Alles klar. Dass ich versuche, ihn abzufangen. Aber ich habe einfach gewartet. Nein! Ich bin hier gerade sehr motiviert, das noch zu schaffen. Es sieht schlecht aus, ich weiß. Aber es kann klappen. Come on! Zumindest lasse ich mich... Wow, ich wollte gerade eben sagen, zumindest lasse ich mich nicht mehr kontern. What the fuck? So, Leute. Für eine neutrale Bilanz müssen wir jetzt sämtliche Kämpfe noch gewinnen. Für eine positive Bilanz müsste ich diesen Part nicht hochladen und nochmal aufnehmen. Das bedeutet, sie ist weg. Ryu ist extrem interessanter und cooler Kara, weil er andere Moves macht, je nachdem wie lange man drückt. Da ist kurz drücken einfach nur, das ist lang, kurz, lang, kurz, lang, hallo, lang. Außerdem hat er spezielle Knopfkombis. Ich kenne nur noch diese. Für die beiden Feuerbälle da. Und wenn man sie nicht mit B ausführt, die Moves, sondern mit dieser Knopfkombo, sind sie stärker. Dieser Kampf zählt nebenbei zur Eroberung. Sorry, Team. Das heißt, wir werden ja gewinnen, von daher. Ich mag den Move. Ich hatte gehofft, dass er versucht zu kontern und deswegen mir reinrennt. Das klappt nämlich oft. Deswegen sollte man das, wenn man es getimed kriegt, dass er dann nicht den Konter landen kann. Gegen Konterkaras tatsächlich hin und wieder mal probieren. Man sollte es nicht spammen, außer das ist das Einzige, was man kann, wie bei mir. Aber man kann es schon hin und wieder mal machen. Aber wenn es geklappt hat, braucht ihr es nicht nochmal machen. Au! Dieser Konter ist so übel. Bam. Ich kann halt auch dieses Finisher, dieses B oben Ersatz, den Finisher, kann ich nicht. Das ist sein bester Kill-Move, den kann er nur per Knopf-Kombo und die kenne ich nicht. Au. Au. Ja, das war easy predictable. Man denkt das immer gar nicht, aber man kann tatsächlich auch mit Smash-Angriffen gut gewinnen. Es ist zwar oftmals besser, gerade offline, über schwächere Moves mit Kombos seinen Schaden aufzubauen, aber gerade hier online kann man durchaus auch mit Kombos seinen Erfolg haben. Ach stimmt, dieser Move ist ja auch cool. Da kann man die Gegner stunnen und diese Moon gegen einen Hit. Nee, nee. Oh doch. Und irgendwie kann man den total cool canceln und dann Mega-Kombos landen. Aber anscheinend bringt mir diese Immunität gegen diesen Gegner gar nichts. Ah, dann! Dann! Dieses Wort, dann! Immerhin. Wenn ich das gecancelt hätte, hätte ich gewusst, wie man das cancelt, hätte ich in diesem Moment gewonnen, weil ich ihm dann hätte diesen Smash reindrücken können. Damn. Es ist eigentlich fast wie ein Konterangriff. Wenn man ihn cancelt, sogar so ähnlich wie Bayonettas Konter. Muss man sagen. Aber Bayonettas Konter ist übler. Muss man auch sagen. Ich sollte mir vor den Parts ein paar Tutorials zu den jeweiligen Karas anschauen, aber
Das habe ich bis jetzt nie gemacht. Das werde ich auch nicht mehr machen. Arg! Ja, Leute! 151 Pokémons! Ja. Also das war knapp, ja. Aber wir haben hier einfach den Fuß auf die Nase gehauen und gewonnen! Noch dreimal das gleiche und die Bilanz ist zumindest neutral. Und damit wäre ich vollkommen zufrieden. Dieser Karer ist auch sehr interessant, weil er als Nebeneffekt eine bessere Version von Little Mac hat. Wenn er kann zum einen mit Downbeat das chargen und zum anderen wirkt das auf sämtliche Moves von ihm und die B-Moves sind alle ganz besonders gebufft. Außerdem ist er auch schneller und all das Zeug. Nachteil ist, wenn man sich retten muss und Upbeat nutzt, wird da auch die Ultra-Variante ausgeführt und wenn man eine Ultra-Variante ausführt, dann ist dieser Bonus-Boost hier, den ich bekomme, wenn das voll ist, der Limit-Zustand, sind wir voll bei Pokémon Tekken angekommen. Und es ist eigentlich vergleichbar mit dem Limit-Zustand aus Pokémon Tekken. So, wenn wir jetzt den Limit-Schlag landen, ich erzähle, das ist so wie im Pokémon Tekken. Was das hier gewesen wäre, hätten wir ihn gekillt, denn das macht zwar nur 4 Schaden oder so, aber es killt auch ab ca. 20. Also schon richtig übel. Man sollte allgemein versuchen, wenn man die Lücken des Kampfes genau sieht, genau dann das aufzuladen. Jede Lücke des Kampfes nutzen für einen Charge. Dann kann man vor allen Dingen auch den Gegner zu einer Offensive zwingen. Hier seht ihr, nebenbei gesagt, er hat 32 Schaden und muss aufpassen, dass ich ihn nicht kille. Was ist fast passiert wäre, hätte ich nicht geschildert, sondern gewusst, wie weit sein Angriff geht. Also ich durchaus hätte wissen können, müssen, sollen. Wie auch immer. Oder hätte ich ihn besiegt. Und jetzt könnte es knapp werden. Limit Charge. Und ich könnte mir vorstellen, dass er zumindest erkennt, dass wir einen DLC-Karrer nach dem anderen spielen. Vielleicht prediktet er, dass ich irgendwie heute mir die alle gekauft habe oder so. Was weiß ich. Man weiß halt überhaupt nicht, was die Gegner denken. Man kann übrigens auch zu sämtlichen anderen Moves, wie Neutral B, eine Ultra-Variante ausführen. Ende. Das war gerade total cool. Wie Neutral B, ich zeig das mal so ganz entspannt, hab die normale Variante in dem ganzen Kampf nicht einmal benutzt und ihn easy gekillt. Das ist natürlich bei den anderen Moves nicht ganz so OP, dafür baut man damit auch mehr Schaden auf. Ach komm, bringen wir das Projekt noch zu Ende. Dann ist das der letzte Part und danach folgt eine kleine Smash-Pause für 1-2 Wochen. Also nicht so lange. Und dann kommen nur noch Online-Battles mit Nath, Bowser, dann noch Wario und wenn sich sonst noch irgendjemand zu den Charakterspielen dazu gesetzt. Seit übrigens, was wir gerade gesehen haben, der Smash hat, wenn wir ihn aufladen, eine kleine Hitbox. Das bedeutet, wenn wir ihn landen und der Gegner kein Smash-DI beherrscht, können wir den Smash dann voll aufgeladen landen. Was ich extrem strong finde. Oh mein Gott. Bam. Come on. Wir haben jetzt die ganze Zeit gegen diesen Kara gespielt und ich weiß trotzdem überhaupt nicht, was ich tun soll. Der Move ist gut. Das hat der Gegner mehr oder weniger gespammt. Und wir spammen es mehr. Und das Side B, das weiß ich aber. Dann hat... Was war leicht zu bekämpfen, wenn der Gegner es gemacht hat? Sein Up B. Oder solche dummen Plays. Aber das hat der Gegner nicht gemacht. Ach so, ja, und der Konter ist OP.
Dash Attack gefällt mir persönlich gut, hat aber unser Gegner aus irgendeinem Grund wenig genutzt. Entweder lag das an unserem Playstyle oder sie hat irgendwelche mir nicht bekannten Nachteile. Come on, Sonic. Sonic Boom! Der Konter ist relativ strong, wie ihr gesehen habt. Und ich mache nicht diesen Fehler, den ich euch vorhin erklärt habe, den Gegner zu provozieren mit dem Konter. Was ich aber auch schon gemacht habe, muss man sagen, ist meistens schief gegangen. Deswegen habe ich auch die Idee. Achso, ja genau, die Back Air fand ich persönlich so cool, weil man bewegt sich einfach ein Stück weg dabei und deswegen ist sie oftmals ziemlich safe. Und dafür ist sie ganz schön stark. Jetzt im zweiten Leben machen wir das, also im zweiten Leben des Gegners, machen wir das ziemlich gut. Vielleicht hat es ja ein bisschen aus der Bahn gebracht, dass wir ihn gekillt haben. Oder er hatte die Lags schon die ganze Zeit. Bam! Voll aufgespießt. Ah, das ist... Ich wollte gerade Konter drücken. Aber eindeutig zu slow. Come on! Wow. Dafür fängst du mein Smash. Manchmal ist es nämlich nicht gut, den Gegner mit der Up-B anzugreifen, selbst wenn sie trifft. Wie ihr gesehen habt. Weil ihr könnt dafür oftmals so hart gepunished werden. Ich sag ganz schön oftmals in diesem Part. Obwohl oftmals irgendwie komisches Wort ist. Ich weiß nicht. Der Part sollte jetzt zwar schon circa 25 Minuten lang sein, aber ich mach doch keinen extra Part nur für den verhassten Kara. Bayonetta. Und wir haben es wirklich bis jetzt geschafft, dass die Bilanz neutral bleibt. Wir sind jetzt um einen Punkt negativ. Und wenn wir mit Bayonetta gewinnen, haben wir das Ziel erreicht. Wenn wir mit Bayonetta verlieren, haben wir das Ziel nicht erreicht. Oh mein Gott, diese Spannung. Der letzte Charakter entscheidet alles. Bayonetta ist nebenbei noch enorm OP, aber nur, wenn man mit ihr umgehen kann. Jetzt könnte ich natürlich mega den krassen Cliffhanger machen, aber dann wäre der letzte Part irgendwie 3 Minuten oder so. Oh mein Gott. Oder machen wir bei einer neutralen Bilanz noch eine Entscheidung, ob sie positiv oder negativ ist, mit Random. Ja, theoretisch gehört Random auch zum Kara-Roster. Also zähle ich das dazu. Also mit anderen Worten, habe ich jetzt den Einfluss, ob ich eine Chance aufs Finale bekomme. Und so wie ich aktuell spiele, nein. Die Wassermelone ist zu stark. Was ich ganz schön crazy finde. Bam. Witch Time ist so OP. Wenn man das landet, das ist wie ein Konter, lohnt man den Gegner runter. Und da gibt es so üble Kombos. Allgemein hat dieser Kara übelste Kombos. So übertrieben. Ich weiß nur nicht genau, wie die gehen. Bam, schade. Ich hätte das jetzt sehr gerne gelandet. Ja, wer landet nicht gerne einen Meteor-Smash, wenn der Gegner über der Schlucht ist? Eat my guns! Witch Time! Nein! Witch Time ist dieser overpowered Konter. Denn wer das Spiel aktiv spielt, sollte sich eigentlich auch mit Bayonetta auskennen, weil dieser Kara so OP ist. Meine Meinung. Kann natürlich sein, dass ihr sagt, ja man, du musst das machen und das machen, dann geht das voll. Aber ich weiß auch, dass es da einige Tools gegen gibt, aber fuck, jetzt habe ich den Konter doppelt gedrückt. Ja, habt ihr gesehen, wie lange er sich nicht bewegen konnte? Das hätte easy 2 Smash-Angriffe geben können.
Angriffes. Angriffe. Er greift. Das sollte man gegen Bayonetta viele machen. Man sollte zum einen defensiv agieren und zum anderen viel greifen, um diesen OP-Konter aus dem Spiel zu halten. Easy. Wir haben eine Chance. Bayonetta kann theoretisch Millions of Zero to Kill Combos. Ich kann davon null. Dennoch haben wir eine Chance. Man glaubt es kaum, aber es ist durchaus im Rahmen unserer Möglichkeiten, diesen Kampf zu gewinnen. Ich muss es hier versuchen, Combos rauszuholen. Was theoretisch natürlich mit Bayonetta kein Problem sein dürfte. Praktisch bei mir allerdings schon. Liegt nicht daran, dass ich irgendwie total schlecht mit dem Charakter bin. Ich kenne mich einfach nur nicht damit aus. Weshalb ich dann wiederum schlecht mit dem Charakter bin. Also doch, liegt eigentlich daran. Nein! So, wir haben verloren. Das bedeutet, es gibt kein Finale. Denn unsere Bilanz ist negativ. So eine Damn. Das ist nicht toll. Das gefällt mir nicht. 1 gegen 1. Ja, also. Das war das große Projekt Let's Play Super Smash Bros. Wo ich wirklich alle Funktionen des Spiels, oder zumindest die meisten, gezeigt habe. Wenn euch dieses Projekt gefallen hat, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung. Und so richtig vorbei ist es ja nicht, denn wir werden ja noch 1 gegen 1 Kämpfe mit meinen Mains austragen und davon nicht zu wenig. Wenn ihr irgendwelche Projekte auf meinem Kanal sehen wollt, könnt ihr ja auf den Kanal schauen, um nichts zu verpassen, abonnieren. Und ich laber zu viel. Das war das Projekt und ciao.